Mecherdorf. Am 28. Dezember kam es um 16.30 Uhr auf der Bananenbrücke zu einem tödlichen Unfall. Beteiligt waren eine 17-jährige Autofahrerin und Beifahrerin, die Mutter der 17-Jährigen. Laut Aussagen der Autofahrerin waren Mutter und Tochter auf dem Heimweg vom Einkauf. Die Autofahrerin und ihre Mutter fuhren auf der Bananenbrücke. Sie aufgrund der vereisten Straßenverhältnisse zur Seite rutschten. Mit überhöhter Geschwindigkeit prallten sie gegen das Brückengeländer. Durch den heftigen Aufprall flog die Beifahrerin durch die Frontscheibe und stürzte aus 4 Meter Höhe auf die unter der Brücke gelegene Straße. Der Augenzeuge eilte zum Unfallort und berichtete, dass die Autofahrerin durch den Aufprall mit dem Airbag bewusstlos gewesen sei. Der Mann verständigte einen Krankenwagen, der wenige Minuten später am Unfallort eintraf. Die Sanitäter lieferten die Autofahrerin mit einer Platzwunde am Kopf ins Krankenhaus ein. Bei der Mutter konnte lediglich der Tod festgestellt werden. Polizeiermittlungen zufolge muss die Beifahrerin nicht angeschnallt gewesen sein, sodass sie durch die Frontscheibe geschleudert werden konnte. Der Unfallort wurde gesichert mit der Folge, dass die Bananenbrücke bis zum Abend gesperrt blieb.